Sie wollen die Sprache benutzen des Kufur. Drum sagen sie, mein Ola Papa, mein Papa spinnt wieder, meine Mutter ist wieder verrückt geworden, meine Mutter hat mich wieder angeschrien, ich bin zu spät nach Hause gekommen. Lauter Dinge. Wie ehrt man seine Familie nun? Und das alles nur für eine Beziehung. Für eine Beziehung tut man sogar die Familie in Dreck reinziehen. Spricht man schlecht über sie. Aber man vergisst immer, dass die Eltern einen großgezogen haben. Man vergisst immer, dass die Eltern hinter einem standen. Egal, ob die Kinder geschimpft wurden, ob euer Vater euch geschimpft hat, eure Mutter euch geschimpft hat. Aber wenn sie schimpfen, haben sie nicht zum Guten gewollt? Haben sie nicht versucht, von euch Gefahr abzuwenden? Aber die Kinder in dem Alter, wenn sie Freundin haben, nein, alles egal. Die coole Sprache ist, ich rede über meine Eltern schlecht, denn das kommt an. Wenn ich sage, ja, mein guter Papa, meine gute Mutter, sie tun sich schwer mit meiner Beziehung und das, ja, das kommt nicht gut an. Man muss cool sein. Mein Depp vom Papa, meine blöde Mutter. Und wenn ich die sehe, dann ekelt es mich und lauter blöde Sachen. Was man da für Wörter bringt. Wie man die Ehre seiner Eltern behandelt. Aber den Spruch kennen wir ja. Das Paradies liegt unter den Füßen der Mütter. Mal sehen, was dann diese schönen Kinder machen später bei der Subhanallah, wenn der Hack der Mutter kommt. Und dann stellt sich heraus, was hat das Kind nicht alles über die Mutter gesagt. Gerade die Mutter. Die Mutter, die so ein Herz für ihr Kind hat. Die Mutter, die wirklich für ihr Kind alles gibt. Und dann nur aufgrund einer Beziehung seine Mutter in den Dreck reinzieht. Ausdruck gesagt, schlimme Wörter sagt. Nur um cool zu sein. Und den ganzen Wert vergisst, den die Eltern eingegeben haben. Den ganzen Wert vergisst. So schnell geht es. So schnell sind die Menschen undankbar. Das ist sehr schlimm. Wir Menschen haben scheinbar diese Eigenschaft. Du tust einem Menschen immer was Gutes. Aber ein einziges Mal macht er mal nicht das, was du willst. Dann alles zuvor ist vergessen. Nur der eine Punkt steht im Mittelpunkt. Der hat das gemacht, was mir nicht gefallen hat. Und dann wird Hass aufgebaut. Aber all das davor, warum kann das alles so verschwinden? Weil wir nicht nachdenken. Weil der Schätzer uns was eingibt, bohrt und diesen einen Fehler hernimmt, um die Beziehung kaputt zu machen. Die Freundschaft. Und so macht das auch mit den Mädchen. Er schürt die Liebe in uns. Er schürt die Verehrung, dass wir vom Weg alles abkommen. Und wer weiß, was dann aus uns wird. Inshallah werden wir uns zusammenreißen. Inshallah, wer von euch die Versuchung mal bekommt, wer von euch mal den Glück hat, von einem Mädchen angemacht zu werden, dass er widerstehen kann und sagen kann, ja, oh, ich bin ein praktizierender Moslem, lass mich bitte in Ruhe. Aber manche haben wirklich Probleme. Nein, wenn das Mädchen mich anspricht, dann muss ich halt machen, dann ich muss doch cool sein. Nun ja, die Zeit wird es zeigen, was es für jeden bringt. Allah subhanallah wird uns alle zur Rechenschaft ziehen und wir werden dann alle das Problem haben. Inshallah werden wir das Beste daraus machen, werden unsere Eltern weiterhin ehren, werden die Beziehungen so lange abbrechen, nicht aufgestalten und überhaupt nicht anfangen, bis wir in den Stand der Ehe kommen. Wenn ihr dann in den Stand der Ehe kommt, dann dürft ihr nach Mädchen suchen. Nur mit dem Niyat der Heirat, nichts anderes. Solange ihr nicht den Niyat gefasst habt zu heiraten, dürft ihr nicht suchen. Aber nicht zu sagen, ich bin jetzt 14 oder ich bin jetzt 16, ich möchte heiraten mit 30, ich suche jetzt eine Freundin, also eine Frau, nur als Alibi, dass ich eine Freundin haben darf. Das geht natürlich nicht. Das heißt, wenn ich ein Niyat mache, der heirat, dann muss ich auch imstande sein. Entweder muss ich das gewisse Alter haben, die Reife haben, die Eltern, die Zustimmung, das ganze Zeug und nicht einfach sagen, ich bin jetzt 16, weil ich ja keine Beziehung haben darf, sage ich einfach, ich mache Niyat für die Ehe, dann hole ich mir eine Puppe, gehe mit ihr 10 Jahre oder 5 Jahre, dann hole ich mir die nächste, ist ja immer die Ehe nur. Immer Niyat für Heirat, Heirat, Heirat. Das ist natürlich ein Betrug und Allah subhanallah kennt unsere innere Einstellung und dann werden wir schon sehen, was daraus wird. Nur wenn wir heiraten, in diesem Begriff, ich möchte eine Frau suchen, dann darf ich Mädchen ansprechen. Dann kann ich mich informieren und sonstiges. Aber auch da gibt es gewisse Sachen, die zu beachten sind. Ich darf auch im Bereich zum Suchen einer Frau nicht alles machen, von wegen Knutschen, das ganze Zeug. Ist alles nur dann wirklich erlaubt, wenn man verheiratet ist. Auch in der Verlobungszeit darf ich ein Mädchen nicht küssen. Denn ich kann mich jederzeit von dieser Verlobung wieder trennen. Und dann habe ich schon zu viel diesem Mädchen getan. Und der nächste Junge, der das Mädchen bekommt, der möchte ein reines Mädchen haben. Genauso umgekehrt, der, wo das Mädchen, was den Jungen bekommt, möchte auch einen reinen Jungen haben. Und das sollte vorher nicht schon 20 Mal verlobt gewesen sein und 20 Mal mit ins Bett gestiegen zu sein. Ich bin ja verlobt, ich darf es ja. Das ist Blödsinn, sowas gibt es nicht. Haltet euch fern von diesen, versucht eure Blicke wegzumachen, runterzuhalten.
Auch dann, wenn ihr alleine seid, vorm PC, vor MSNs, wo keiner sieht, welche Seiten ihr aufschlagt und wem ihr chattet. Denkt dran, das sind alles Versuchungen, euch vom Weg alles wegzubringen. Wenn ihr diesen keine Beachtung gibt, ihr seid alle selber schuld. Keiner braucht sich später bei Allah subhanallah beklagen und sagen, oh Rabbi, mir war es nicht möglich, von den Menschen fernzubleiben. Es liegt nur an uns, was wir draus machen.